So, dann wollen wir mal ernten. Ernten sollen wir auch mal, wenn wir so schön gärtnern. So, und die heutige Ernte, die soll einen Salat ergeben. Schön, schön großen. Ich bin nicht alleine. Und da wollen wir natürlich futtern. Und das, was ich natürlich anbiete, ist das gleiche vorne im Mangold. Da schnappe ich mir einmal die großen Blätter, habe mir ein bisschen was zum Schneiden gesucht. Taschenmesser habe ich heute nicht mehr. Aber wir wollen ja schöne, saubere Blätter. Da schnappe ich mir natürlich jetzt die großen. Ja, von unten weg am besten. Ups, da war ich ein bisschen grob. Also hier, ne? Richtig, richtig schöne, knackige Blätter. Und stören die Löcher nicht. Also gar kein Problem, wird der gewaschen und dann, lecker verzehrt. Das spielt dann nachher keine Rolle mehr. Wäre ja schade, wenn man da irgendwie sowas verkommen lässt. So. Die könnte ich auch abknapsen, ich weiß. Aber ich habe jetzt so aus letzten Erfahrungen auf jeden Fall gemerkt, das ein oder andere Mal wäre Messer dann doch irgendwie besser. So, Mangold ist fertig. Können wir hier noch was ernten? Hier wäre auf jeden Fall mal noch mal eine Stelle. So, da haben wir Salat. Das müsste die großblättrige Endivie sein. Endivien-Salat wird dem einen oder anderen bekannt sein. So, ich mache es jetzt gerade auch echt kompliziert mit dem Messer, aber jetzt habe ich angefangen, jetzt will ich das weitermachen. Ob es jetzt umständlich ist oder nicht, naja, es ist zu umständlich, weil lasse ich mal schnell mal sowas wegknapsen. Ja, ich weiß, ihr könnt das jetzt nicht direkt sehen, aber soweit soll das gut sein. Da ist noch ein großes Blatt. Das ist das, was ich jetzt hier so übrig lasse. Ja, füllt sich schon ziemlich schnell, aber wir haben noch einiges. So, und dafür müssen wir noch mal hier hin, denn hier ist auch noch mal Salat. So, das Messer spare ich mir jetzt. Da habe ich mich ja doch umentschieden. Ich mache das Video ein bisschen schneller. Ja, oh, das ist richtig guter Salat. Wow, was ein Riesenblatt. Hier war natürlich auch schon ein bisschen jemand dran zum Futtern, obwohl bei diesem Blatt jetzt nicht. Schon eine spannende Blattform. Die Zacken. Ja. Ich denke, hier gibt es erstmal nichts mehr zu holen. Ich werde mich mal hier hinten ein bisschen umschauen. Und ach, ich stehe doch direkt davor. Hier ist auch noch jede Menge an Hirsch. Zu empfehlen sind meistens so die jungen Blätter. Ich habe jetzt ein bisschen größere. Mich stört das jetzt nicht. Ich mag den Geschmack. Und wenn das sich im Salat da irgendwo würzig wiederfindet, dann ist das auf jeden Fall ein Geschichtchen, was so oder so jetzt nicht den Hauptgeschmack ausmacht. So. Einfach ein bisschen Giersch. Ja, da gibt es tolle Inhaltsstoffe, ihr Lieben. Weiter geht's. So, dann werde ich mich mal weiter umschauen. Ja, da gibt einiges zu sehen. Hier auf der Ecke gab es nichts außer Brennnessel. Bei Brennnessel traue ich mich noch nicht so ran für einen Salat. Also den Geschmack kenne ich. Ist für mich noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber kann ja alles noch kommen. So, und was haben wir hier noch? Beinwell lassen wir in Ruhe. Das wäre vielleicht was zum Kochen, aber jetzt nicht dran. Ja, hier vorne ist ein bisschen was. Das ist aber Blühwiese. Sieht auch echt schön aus zur Zeit. Und ich würde mal sagen, wir gehen da mal zu den roten I-Tüpfelchen. Was haben wir da vorne? So, hier haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, auch das erste Mal was mitzunehmen. So. Da gibt es echt viele tolle, große Blätter. So, ein bisschen. Oh, da habe ich sie ein bisschen rausgezogen. Da war ich zu forsch. So, ja. Super, super lecker. Rote Gartenmelde, kann ich empfehlen. So, da ist also jetzt schon ein bisschen was zusammengekommen. Ihr könnt jetzt natürlich auch Löwenzahn noch einpacken und so das ein oder andere Kohlblatt. Ich würde mal sagen, hier vorne ist auf jeden Fall noch eine Stelle. Da ist der Grünkohl noch mit jede Menge Blättern dran. Mal ein bisschen gucken. Die Schnecken mögen es wohl auch, dass ich hier keine Schneckenpfade mitnehme. Es braucht nicht so viel. Da steckt so viel Power drin.
Ja, und hier auch bei den Blüten werde ich mal beigehen, denn die sind durchaus auch sehr schmackhaft und saftig. Ich werde jetzt nicht alle wegnehmen, weil, wie gesagt, die sollen natürlich noch in die Blüte. Da sieht auch sehr viel danach aus, dass das bald losgeht. Na, da sind tatsächlich schon die ersten, die aufgehen. Ah, wunderbar. So, die kommen da auch rein. So, dann gehen wir hier nochmal weiter, denn hier vorne gibt es noch Salat. So. Da können wir auf jeden Fall auch nochmal ein paar Blätter mitnehmen. Ah, lieber in die Hocke gehen, das Rückenschoner kann ich jedem da draußen empfehlen. Ich habe lange noch mit Rücken zu tun und ja, ist auch kein Wunder. Ich bin so ein Überkopfmensch, ich bin ein langes Elend. Muss mich sowieso an vielen Stellen irgendwie bücken. Auch Lampen und Türrahmen sind nicht ohne. So, ich überlege mir, was ich irgendwie noch mitnehmen kann. Da vorne ist auch schon Mangold, was wächst. Wie wäre es denn mit Erbsen? Oh ja. Da gibt es hier vorne noch eine Stelle. Zwar kommen hier junge Erbsen und da kann ich durchaus mal gucken, was irgendwie ein bisschen zu viel ist. Wunderbar, die schmecken super lecker. Und das ist jetzt auch so die Länge, die top ist. Kommt eine Menge bei rum. Oh, hier sind echt viel auf einem Fleck. Das ist sehr gut. Sehr gut für den Mittagssalat. Ein paar finden wir noch. Da ist noch ein Trieb, der weg kann. Da ist noch ein Trieb. Hier, wunderbar. So, jetzt ist genug. Ich würde so gern schon naschen. Ich denke mal, das sieht jetzt schon sehr gut aus. So, was können wir noch mitnehmen? Lass uns noch mal schnell umschauen. Mein Zeitfenster zum Ernten schließt sich auch langsam. Ich gehe bestimmt schon an dem einen oder anderen vorbei. Aber hier können wir auf jeden Fall schon zufrieden sein. Ich denke, das soll auch gut sein. Ah, ich sehe noch was, was ich wunderbar ernten kann. Da haben wir hier nämlich noch wunderbar Kresse. Jede Menge sogar. Und das ist richtig gut, richtig gesund. So, wunderbar. Grüne Gartenmelde entdecke ich gerade noch. Die nehme ich noch mit. So, ein paar größere Blätter. Wir hatten gerade die rote, das ist die grüne. Schön. Ich kann kaum abwarten, gleich Salat zubereiten und schön essen. Ja, ich sehe nichts mehr. Ich denke, das ist auch gut soweit. Und wir kommen zum Ende des Videos. Das war eine kurze Ernte im Juni. Das, was ich jetzt mal heute so für den Salat mitnehme, hat bestimmt noch mehr gegeben, aber ich denke, die Vielfalt ist so schon groß. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen angesteckt, ein bisschen Vorfreude auf Gärtnern, falls ihr gerade mit angefangen habt. Übrigens auch herzlich willkommen an alle Neue, ganz vergessen. Viele, viele Menschen dieses Jahr zum Kanal gestoßen. Seid herzlich willkommen. Freue mich, dass ihr dabei seid und das Ganze hier auch wächst. Und es wird auf jeden Fall spannend weitergehen. Der Garten hat es in sich, da hat sich schon wieder mega viel getan. Gibt viel anzuschauen und das kommt aber demnächst mal wieder. Dann zeige ich euch den Garten, das Wohlfühlen im Hier und Jetzt. Und an dieser Stelle im Hier und Jetzt werde ich mich verabschieden. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für eure Unterstützung. Toll, dass ihr dabei seid. Und wir sehen uns das nächste Mal dann wieder und ich sage tschüss, euer Lars und weg.